Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute gibt's Fisch. Und zwar habe ich hier einen wunderschönen Dorsch bekommen. Der schwamm, ich glaube, gestern noch in der Ostsee. 50, 55 Zentimeter pures Fischleben. Der kommt jetzt auf den Grill. Kopf geht gleich ab. Und wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Was brauchen wir für unseren Dorsch? Natürlich unseren Fisch, der hat jetzt seinen Kopf verloren. Den könnt ihr auch dran lassen, aber die Mädels mögen das nicht so. Außerdem brauchen wir den ein bisschen kleiner, damit er in unseren Fischkorb passt. Wir brauchen ein bisschen Knoblauch, wir brauchen ein paar Zitronen, wir brauchen Rapsöl, ein bisschen Salz, ein paar Frühlingszwiebeln und dann braucht er noch ein Gewürz. Ich habe jetzt hier von Hanse Gewürze, das Bio Fish and Grill. Ist eine sehr schöne Sache, passt zu jedem Fisch wirklich gut. Ihr könnt natürlich auch Kräuter reinstecken oder das Gewürz nehmen, was ihr möchtet. Wir fangen einfach mal an, los geht's. Freunde, zur Vorbereitung und damit wir noch ein bisschen Geschmack in unseren Fisch reinkriegen, schneide ich den nochmal ein. Ich würde sagen, so alle 5 cm ein kleiner Schnitt. Und dann kriegen wir auch ein bisschen was nach drin. Machen wir auf beiden Seiten. Dann wird er von außen nochmal ordentlich eingeölt. Da braucht er nicht sparen. Innen brauchen wir das nicht unbedingt, aber außen, damit er nicht am Korb festhängt, kann er ordentlich Öl vertragen. Auch natürlich beide Seiten. Danach kriegt er von außen schon mal ein bisschen Salz. Kann sich auch so ein bisschen in die Schnitte schon verteilen, dass wir schon ein bisschen Geschmack dran haben. Und jetzt kommen wir auch schon zur Füllung. Wir klappen den Kameraden mal ein bisschen auf. Und der wird jetzt von innen mit unserer fertigen Fischmischung, ja, das sieht aber auch sehr schön aus, immer mit dem Blauen hier dabei, das sind irgendwelche Kornblüten. Da braucht er nicht sparen. Ordentlich rauf. Sehr schön. Dann kommen da jetzt Zitronen rein. Da auch ein paar Scheibchen, wir haben wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht heute wieder. Ein paar Scheiben Zitrone, ordentlich Knoblauch. Das schmeckt er jetzt schon. Das schmeckt jetzt schon. Huch. Und dann ballern wir ihn noch voll mit unseren, wie heißen die Dinger? Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln, genau. Zack. So, dann wird er wieder zugeklappt. Und so geht das jetzt auch gleich ins Körbchen. Wenn er nicht zu dick ist, aber das sollte funktionieren. Unser Korb ist startklar. Jetzt gucken wir noch, dass wir unseren Fisch darüber kriegen. Ja, ist ein bisschen tricky. Aber eigentlich funktioniert das immer ganz gut. So, der Schwanz kann ein bisschen rausgucken hinten. Das wird alles noch ein bisschen wieder reingeschoben und schön gemacht. Ach, sieht aber schon sehr geil aus. So, Korb zuklappen. Huch, die Blumen lassen wir hier. Und dann geht der ganze Spaß auch schon auf den Grill. Sehr schön. Bäm, Freunde. Unser Grill ist jetzt an. Ich habe jetzt 3 Brenner aufgerissen. Alle 3 auf Halbmast. Deckelthermometer zeigt an 250 Grad. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was, aber wir legen unseren Fisch jetzt rauf. Und zwar geht der direkt in die Mitte. Ich sag mal für 10 Minuten pro Seite. Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Aber 10 Minuten, Deckel zu, umdrehen. 10 Minuten später, wir gucken jetzt mal und drehen den einmal um. Heiß. Es riecht schon fantastisch. Guck mir das mal an. Ah nein, er klebt, er klebt. Okay, also, klappt nicht immer alles, aber wichtig ist auch nicht, dass er schön aussieht, sondern dass er gut schmeckt nachher. Schauen wir mal, wenn ihr das verhindern wollt, müsst ihr tatsächlich noch Zitronenscheiben drauflegen. Der war jetzt ein bisschen dick, sodass der Fischkorb unten auf den Rost drückt. Wir warten mal weitere 10 Minuten ab, ne? Das wird schon schmecken. Während unsere zweite Seite darauf wartet, hoffentlich nicht komplett anzubrennen, machen wir noch einen kleinen Dip dazu. Und zwar habe ich hier meine Sour Cream. Habe ich da schon ein Video gemacht? Weiß ich gar nicht. Mache ich noch ein Video. Das ist die normale Sour Cream, die ich sonst so mache. Und da ballern wir jetzt einfach noch ein bisschen, wie heißt das Zeug, Dill rein. Damit es ein bisschen besser zum Fisch passt. Einmal umrühren, kurz stehen lassen. Und das ist eine sehr, sehr geile Fisch-Dip-Soßen-Geschichte. Also einfach mal nachmachen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe noch kein Video gemacht von der Sour Cream, wa? Kommt als nächstes, versprochen. Der Fisch braucht jetzt noch 3 Minuten. Ich gucke noch mal kurz.
Also riechen tut's fantastisch. Wir können gleich essen. Die nächsten 10 Minuten sind um. Wir hoffen, nein, er muss jetzt fertig sein, weil ich habe Hunger. Also wir schauen mal. Wie gesagt, vom Geruch her ist schon eine 1 auf jeden Fall. Wir gucken uns mal die andere Seite jetzt an, ob die auch so festgebacken ist. Ich glaube, die hat sich ein bisschen besser gelöst. Oh ja. Heiß, heiß, heiß. Ja, ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. Wir versuchen jetzt mal den Korb zu öffnen und dann probieren wir das Ding. Freunde, das ist hier wirklich ein bisschen tricky. Also trotzdem ich hier überall noch ein bisschen gedrückt habe mit dem Messer, ist fast die ganze Haut leider am Fischgitter hängen geblieben. Na gut, für die Leute, die sowieso keine Haut wollen, ist es ganz praktisch. Und wie gesagt, wichtig ist ja, dass er schmeckt und nicht, dass er geil aussieht. Ich fummel mir hier mal noch ein kleines Stück raus. Ich hoffe, ohne Gräten. Sieht sehr, sehr geil aus, ist sehr saftig. Ist super. Geschmacklich sehr, sehr gut. Wer da mal so einen Fisch in die Hand kriegt, probiert das mal aus. Macht das mal besser als ich und zeigt mir das mal. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über ein Like, über ein Abo. Die kleine Glocke bitte drücken, wenn er schon abonniert hat. Das war Bobby. 030 Barbecue, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.